Wir spielen jetzt Französisch. Ist nicht von mir so benannt worden. Gutefrage.net hat gesagt, wir sollen Französisch spielen und ich spiele jetzt Französisch und werde campen, campen und campen. Wir werden keinen Kill machen, Zero Kill Game, und dann werde ich reinschreiben, oh mein Gott, krasseste Runde der Welt in den Titel mit so 100 der Bombe, aber da mache ich so Fragezeichen, Rufzeichen, dass ich dann wenigstens sagen kann, wenn mir jemand sagt, yo, voll Clickbait, sag ich, da steht doch ein Fragezeichen, du Bastard, oder? Ist das nicht so, wie man YouTube durchspielt? Ich glaube schon, oder? Macht man, glaube ich, so. Ey, Flori, du schreibst wirklich schon 50 Mal rein, geh Keller. Ich weiß nicht, wo hier ein fucking Keller ist. Oh Gott, Mann. Wo ist hier ein Keller? Ich weiß es doch nicht. Ich habe dieses Spiel doch nicht studiert. Oh mein Gott. Wo ist Keller? Überall Keller. Wo ist Keller? Da ist kein Keller. Wo die OP-Waffen sind, aber wo ist das hier denn? Und warum bekomme ich schon wieder nur die Shotgun, die ich schon habe? Meine Fresse, die habe ich schon durchgeballert. Oh Gott, ich will. Okay. Meine Fresse, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh einfach weg. Komm, ich brauch das nicht. Geh durch Gully? Okay, wo ist hier ein Gully? Da ist ein Gully. Da sehe ich einen Gully. Da sehe ich einen Gully, komm. Da sehe ich mich auch. Ich bin eh der Müll von heute. Ja, Kuss geht raus. Danke, Florian. Sehr, sehr nett. Okay. Wir merken uns also, Gully-Deckel sind gut für Fortnite. Immer ein Gully, immer ein Gully. Ja, komm, gönn mir die Scheiße hier. So, okay. Nicht vergessen, Französisch spielen. Wir werden den Tipp einfach beibehalten. Wir spielen Französisch. Wenn wir einen Gegner sehen, weg. Raus. Einfach weg. Sehe ich keine Chance. Na, da höre ich einen Gegner, da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. Nein, das ist ein Bot, das mag ich auch nicht. Alles gut. Ja, alles gut, Lady. Wir bleiben ruhig. Wir haben eh Zeit. Wir spielen hier gerade Französisch. Ne, Tür zu. Privatsphäre bitte nicht stören. Ich habe gesagt, Privatsphäre bitte nicht stören. Das ist Hausfriedensbruch. Da ist, glaube ich, wirklich ein Gegner. Französisch. Französisch. Da ist noch ein Gegner. Französisch. Okay, Französisch. Einfach Französisch. Wir müssen aufgeben. Ansonsten können wir nicht Französisch spielen. Wenn wir weiter dafür gehen, können wir nicht Französisch machen. Okay, Französisch bleiben. Deshalb sind Franzosen auch die besten Spieler hier in dem Spiel. Die wissen einfach, wie man das auch zu spielen hat. Einfach ein bisschen Französisch mal. Normalerweise muss man auch mit einem Baguette spielen, mit so einer Baguette-Maus. Das wäre so immer das Geilste dann noch. Weil dann hat man halt noch so 10% Erfolgswahrscheinlichkeit mit dazu. Aber kill dann den Typen mit Medaillen. Nee, wir müssen Französisch spielen. Ich dachte gerade, das wäre ein Plan. Ohne Französisch kein Win. Ey, wenn ich halt Healing finden würde. Aber hier ist nichts einfach. Hier ist nichts. Ach, meine Fresse. Ist das wirklich, wie es die Franzosen spielen würden? Hat den Kommentar wirklich ein wahrer Franzose geschrieben? Okay, ich schaue erstmal, ob wir Französisch spielen müssen. Ne, alles gut. Da müssen wir kein Französisch machen, der ist schlecht. Alles gut, da können wir Französisch kurz pausieren. Kurze Französischpause.
Unterricht kurz pausiert. Gerade ist die große Pause, alles gut. Danach machen wir weiter. Nächste Challenge. Ey Leute, wir machen eine Challenge. Französisch Challenge als nächstes. Show. War mal wichtig. Okay, so. Ich sehe kein Problem. Bislang sind wir ziemlich französisch unterwegs. Ey, ich glaube wirklich gute Frage.net hat wirklich halt auch starke Punkte aufgelistet, wie man hier in Fortnite gewinnen kann. Wir spielen Fortnite ohne Waffen nur mit Pickaxe. So. Auch mal ein bisschen pazifistisch hier sein. Okay, die beiden wirken nicht wie die krassesten Gamer. Da müssen wir, glaube ich, nicht französisch spielen. Außer ich bin genauso scheiße. Absolut französisch spielen jetzt gleich wieder, oder? Wie sieht's aus? Ne, okay. Ne, okay. Kein Französisch nötig gerade gewesen. Alles gut. Französisch kommt wirklich nur im schlimmsten Fall immer. Ja, komm, ich nehme Minis lieber mit. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, ich habe keinen Bock auf Obst. Obst ist für Betas. Ja, warte mal, das hielt doch kein Green Life, aber gibt mir wenigstens ein bisschen Sprungkraft. Kraft. Der ruhige Kraft. So, komm. Durchziehen. Ja, okay, grüne MP, Junge, ich spuck mein Mikro die ganze Zeit schon an, weil ich so aggro bin. Absolut crazy. Das Problem ist, wir haben keine französischen Items gerade. Wir haben nichts zum Fliehen. Wir gehen rein in den Kampf, aber wenn es brenzlig wird, dann gehen wir, glaube ich, einfach so in Auto wieder. Aufpassen. Ja, nee, das ist ein krasser Typ, glaube ich. Nee, französischer Unterricht muss ich auch mal belohnt machen, ja? Ja, alles gut, ich hab das gelernt im französischen Unterricht damals. Da muss man nämlich raffen, yo, Bro, das ist das schwächere Glied. Ja, da habe ich keinen einzigen Schuss getroffen, alles gut. Der schießt meinen Reifen kaputt. Darf er das? Aufpassen, Französisch jetzt! Die Double! Die Team! Französisch! Weg! Neues Auto! Okay, jetzt haben wir es wieder, alles gut. Nein, ich glaube, ich spiele gerade nicht französisch genug. Oh, ich habe kurz den französischen Playstyle verlernt, alles schade. Da vorne liegt Loot. Dann wird man von der Seite gesniped, weil wirklich ganz Frankreich hier auf diesem Server spielt. Ganz Frankreich hat gemerkt, yo Bro, der spielt Französisch, der will nachmachen. Alles scheiße.